Hallo Freunde des Trans der blablabla. Hallo Freunde der transdimensionalen Gelbsucht. Hier ist wieder euer Mario und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hier bei mir in meinem dimensionsübergreifenden Springfield halt eben, nicht? Es ist einiges passiert. Schon in meinem kleinen abgestürzten, zu Tode gefallenen, spaghettifizierten und in andere Dimensionen gezogenen Springfield, wie man eben gerade wunderschön hat sehen können. Hat sich nicht viel geändert, obwohl ich muss sagen, es ist deutlich, also dieses Event läuft bisher so mit am stabilsten. Es ist noch nicht wirklich oft abgestürzt, eigentlich so gut wie gar nicht. Das war jetzt, glaube ich, das erste Mal eben gerade, also von daher hält sich durchaus noch in Grenzen. Dann würde ich sagen, legen wir gleich los. Hier, dem einen oder anderen mag es hier schon aufgefallen sein, mein Raumfahrtviertel ist etwas größer geworden. Solange das Wurmloch offen bleibt, können wir auch in Paralleluniversen kämpfen. Paralleluniversen? Drücken Sie es mal so aus, dass wir es verstehen, Schlauberger. Stellen Sie sich darunter einfach Städte von Freunden vor. Ah, jetzt geht's in die Nachbarschaft. Tippe drei Roboter in der Stadt eines Freundes an. Na, dann gehen wir gleich mal hin, so wie es aussieht zumindest. Lassen wir uns da hinziehen. Da steht einer versteckt zwischen den Parkbänken. Da latscht was. War natürlich klar, dass ich wieder nach Springfield 2 geschickt werde. Anstatt dass ich die Möglichkeit habe, mir eine Stadt eines wirklichen Freundes auszusuchen, kriege ich nur so einen Pseudo-Freund, so eine Pseudo-Freunde-Stadt vor die Nase gesetzt. Roboterverwertungslizenz. Hol die Roboterverwertungslizenz im Store und erhalte doppelte Belohnung fürs Antippen von Robotern in der Stadt eines Freundes. War zu erwarten, dass ich dafür wieder Donuts bezahlen soll. Nein! Was ist ein Roboter-Update ohne riesigen Roboter? Hol sie dir jetzt im Store! Ein Riesenroboter. 75 Donuts. Naja, ich glaube eher nicht. So, schicken wir euch mal hier. Verbrüdert euch mal. Um die Eigenschaften des Wurmlochs zu verstehen, müssen wir Proben von Materie aus anderen Universen sammeln. Eine Aufgabe für Team Homer. Und als Trainer des Teams lege ich mich in die Trainerhängematte. Sehr gut. Ihr anderen Homers reist durch das Wurmloch und befreit einige Gegenstände aus exotischer Materie. Befreien? Das ist eins meiner Lieblingssynonyme für Diebstahl. Ja, böser Homer. Wir stehlen Dinge? Juhu! Lass alternative Homers exotische Materie sammeln. Ja, was ein Glück habe ich die nicht eben gerade erst alle auf was anderes geschickt. Also gut, Schüler, damit ist unsere Besichtigung des Teilchenbeschleunigers zu Ende. Gibt es Fragen? Ich muss mal auf die Toilette. Das ist keine Frage, aber beeil dich. Wir müssen rechtzeitig zum Nachsitzen wieder in der Schule sein. Nachsitzen? Okay. Wow, was ist denn mit diesen verrückten Toiletten los? Hast du nicht aufgepasst? Sie besitzen gewaltige Saugwirkung durch schwarze Minilöcher, die mit dem Teilchenbeschleuniger erzeugt wurden. Ach, ein schwarzes Loch? Was wohl passiert, wenn so eins mal verstopft? Oh Gott, nein, tu das nicht, Bart! Alright, meine kleine Lisa! Lass mal Papier noch in die Gravitationstoilette. Oioioioi. 30 Sekunden, level dein 3D-Drucker! Holotulpen! Zukunftsstraßenlaterne, Urlaub auf der Venus, Schild, ich hab nicht genug Roboterteile oder was auch immer das ist. Ich weiß überhaupt nicht, was es ist. Ich glaube, es sind Roboterteile. Aber ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher. Naja, lass mir das. Homers Traumhaus, da brauche ich aber noch ein paar Level für. Level 19. Ja, erhöhe den Herstellerlevel mit den nächsten 12 Demos. Demos. Um es mal mit Homer zu sagen. Aber ich habe ja auch eine Tagesherausforderung erfüllt. Oh, gleich ein paar. Oh, gleich ein Donut-Paar schon wieder hier. Hä? Ein Donut gewonnen. Oh, naja, gut, 5 Werbungen, na klasse. Hier, 6 Donuts gewonnen. Juhu. Und nochmal 3 Donuts gewonnen. Juhu, sind genau 10 Donuts. Schon wieder. Mal wieder. Also von daher nicht.
Ja, hier kann ich auch ruhig noch mal ein bisschen was draufkloppen, oder? Ein großes Dingsbums, ein Standardkolben, hä? Standardplatten, Standardverdrahtung, Standardkettenrad geht nicht mehr. Wow, ich habe mein Altmetall auf genau null runtergekloppt. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Warum wackelt das Gebäude? Simpson, was hast du jetzt wieder getan? Aber gut erkannt. Sie sollten besser einen Abflussreiniger holen. So ein primitives Werkzeug reicht nicht. Dieses schwarze Mikroloch ist dabei, aus seiner Sicherheitsschüssel auszubrechen. Gegenstand jetzt platzieren oder in den Speicher legen. Aber ich habe schon ein schwarzes Loch. Dann würde ich sagen, packe ich dich schon direkt zu deinem Bruder, zu deinem kleinen schwarzen Bruder. Darf ich schwarz noch sagen? Ist ja theoretisch. Lassen wir das. Nicht, dass ihr euch gegenseitig dann ansaugt oder so. Wäre ja auch doof. Aber hier. Ich glaube, hier bist du ganz gut aufgehoben. Das erklärt auch, warum der Typ da mit der Zeit reisen kann. Ah, es gibt nichts Besseres als einen Donut Sprinkle Frappuccino an einem normal temperierten Tag. Hey, wo ist mein Drink hin? Irgendein lochförmiges schwarzes Ding scheint ihn aufgesaugt zu haben. Was? Ich habe $8 für das Getränk bezahlt. Das hole ich mir zurück. Lass Lenny den Frappuccino zurückholen. Dann mach mal. 4 Stunden lang. 4 Stunden einen Frappuccino zurückholen. Bäh, wenn du sonst nichts zu tun hast in deinem Leben. Dieser arme Irre. Was hat er getan? Ich weiß nicht. Er ist da reingehüpft. Materie, die in ein schwarzes Loch gelangt, ist unwiederbringlich verloren. Keine Wissenschaft kann ihn jetzt noch retten. Das stimmt doch eigentlich gar nicht. Materie ist ja auch nur Energie und die Energie geht nie verloren. Schlecht recherchiert. Sobald wir mit dem Verkauf unserer gedruckten Gegenstände anfangen, werden die Profite sprudeln. Aber warum lassen wir nicht einfach den mittleren Schritt aus und drucken Geld? Geld ist was für Trottel. Die neue Wirtschaft dreht sich um Zukunftsdollars. Zukunftsdollars? Das ist der langweiligste Name, den ich je gehört habe. Stimmt's, Comicverkäufer? Schlimmste Währung aller Zeiten. Sobald wir alle Demos auf einen Gegenstand fertig gebaut haben, können wir seine Massenproduktion starten. So soll es sein. Neues Konzept erforscht. Setze aus Roboterteilen Demos für neue Produkte auf dem Markt zusammen. Na gut, stelle alle benötigten Demos für einen jeweiligen Gegenstand fertig. Wow, hier brauche ich noch 11 Stück. Das dauert aber einen ganzen Moment. So viel Zeit habe ich nicht. Ah, Lennys Frappuccino ist der fertige Zurückgeholte. Hab mein Drink zurück und sogar einen halb aufgegessenen Schokobiskuit. Die Hälfte ist genau die richtige Menge. Und irgendwelche komischen Elektroteilchen. Für mich sehen die normal aus. Glückwunsch, du hast... Lenny? Haben Sie mir noch etwas zu sagen, junger Mann? Dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal direkt... Nein, nicht im Osterwerne. Direkt an, was Lenny zu sagen hat. Unfassbar. Vielleicht ist Lennys Dichte doch höher als die des schwarzen Loches, so dass er dessen Ereignishorizont überqueren kann. Ja, Lenny ist wirklich manchmal ziemlich dicht. Ja, verstanden. Ja, verstanden. Und jetzt kriegst du eins drauf. Lass Lenny Karlan in den Abgrund rempeln, okay. Lenny? Achso, ich brauche wohl Karl. Damit Lenny Karl irgendwo hinrempeln kann. Sie Idiot, jetzt haben Sie Ihren Freund umgebracht. Ach was, er wird's überleben. Hey Karl, komm wieder zurück. Nichts da, erst wenn du dich dafür entschuldigt hast, dass du mich geschubst hast. Entschuldigst, dass du mich geschubst hast. So. Niemals! Diese von den Homers beschaffte exotische Materie ist faszinierend. Ein Segen für die Wissenschaft. Das ist schön, Professor Hawking, aber die Roboter greifen immer noch an. Ich weiß, dass man es bei dieser Pixelauflösung schwer erkennen... Man kann es bei dieser Pixelauflösung schwer erkennen, aber viele von uns sind sehr schwer verwundet. Hey, meine Auflösung ist klasse, okay? Tja, dann kann ich auch nichts daran ändern. Wir müssen uns dann daran gewöhnen, in einer Welt zu leben, in der wir von einer niemals endenden Zahl von Robotern eliminiert werden.
Nein, die Wissenschaft bietet keine Mittel an, sie aufzuhalten. Hallo, Hawking? Dann ist es Zeit zu beten. Nein, oh mein Gott, oh mein Gott. Ganz genau, Professor. Wir bitten den Herrn, diese bösen Roboter zu schlagen. Senkt eure Köpfe und betet den Allmächtigen an. Was, hier wird nicht zu fremden Göttern gebetet? Den Himmelsfinger. Ja, genau, zu dem dürft ihr beten. Betet mich an. Kniet nieder vor mir, ihr Gewürm, damit ich euch weiterhin vom Himmel aus beschützen kann und werde. Bete mich an. Betet mich an, und zwar alle. 40 Roboter habe ich angetippt. Oh ja, platzieren. Direkt. Ich hätte doch keinen Platz für. Was mache ich denn jetzt mit dir? Mist, du passt auch nicht so richtig hier rein irgendwie. Also, abgesehen davon, dass du natürlich hier überall irgendwas, die Sicht auf irgendwas versperren würdest, passt du auch optisch nicht so. Das sieht so außerirdisch, so futuristisch eher aus. So ein Cheat. Na gut. Setz mich erstmal hier hin. Hey, Lenny und Karl sind fertig. Na gut, Karl, es tut mir ja leid. Komm aus dem Loch und wir vertragen uns wieder. Wird auch Zeit. Ich klettere raus. Und ich habe noch mehr von diesen Dingern gefunden. Mann, es war so dunkel in diesem schwarzen Loch, dass ich kaum meine eigene Schwerkraft sehen konnte. Ha, ha. Aber... Vielleicht sind manche Dinge einfach so dumm, dass man sie nicht wissenschaftlich erklären kann. Dinge? Geil. Karl ist ein Ding, okay. Homie Baby! Was hast du mir zu erzählen, mein kleiner Knuddelkopf? Warum müssen wir uns mit diesem Impulszeug herumärgern? Können wir die Roboter nicht mit Karamell... Kamerablitzen zerstören, wie damals im Itchy und Scratchy Land? Könnten wir, falls noch jemand Kameras hätte. Leider sind die Blitze von Mobiltelefonen zu schwach. Der einzige Schaden, den man damit anrichten kann, ist, ein unhöfliches Selfie zu teilen. Ja, stimmt, in Itchy und Scratchy Land konnten sie mit den Blitzen die Roboter zerstören. Kameras, sagen Sie? Nun, zufällig habe ich eines dieser neumodischen Daguerreo-Typenmodelle. Was zum Geier ist das? Habe ich erst kürzlich für einen Schnappschuss von William McKinley genutzt. Entzückend. Locken Sie jetzt die Roboter zu uns und treffen Sie sie dann mit einem Blitz, um den ganzen Haufen auszuschalten. William McKinley hätte das gefallen. Das ist für dich, Billy Mac. Hol dir 5 Blitze aufs Haus. Aufs Haus. Ah, heißt, ich muss normalerweise dafür bezahlen? Benutze einen Blitz während Sci-Fighter. Aber ich habe Sci-Fighter eben gerade erst gespielt. Das ist 3 Minuten her. So eine Shitty-Kacki. Hatten wir alles schon. Nochmal 5 Blitze? Hab ich jetzt 2x 5 Blitze, wie ich das auch gekriegt? Oder? Oder wie ist das? Oder wie ist das? Ja, ich bin gebeten worden, in den Kommentaren mal mein Inventar zu zeigen. Ich weiß zwar nicht genau warum, aber na gut. Also, ich habe 23 Ameisengrußschilder und ein bisschen Geröll und noch ein bisschen mehr Geröll. Und noch ein bisschen Geröll und ich habe ein paar klassische Garagen und klassische Mittelgebäude und moderne Garage und modernen unteren Balkon. Und ich habe eine ganze Menge, hier 31 Stück Streckenabschnitte gerade und ein paar Kurven und ein paar kurze Geraden. Ich habe auch eine S-Kurve, eigentlich habe ich 11 S-Kurven. Oh, ich habe 16 Promenadenteile. Ich könnte mal wieder was ein bisschen in meiner Promenade bauen hier. Die Deluxe-Wohnung, ich weiß gar nicht, warum die aufgeteilt sind. Eigentlich sind die alle Stufe 5. Die sind eigentlich alle maximal. Ich weiß nicht, warum. Naja, lass mal das. Ey, mein einschiebbaren Tunnel. Dann habe ich hier noch eine Handvoll Exklusivresorte. Die Geschäftszentralen, ja. Zentrum von mir aus ist auch. Sie sind eigentlich auch alle Stufe 5. Ich weiß nicht, warum das aufgeteilt wird. Klassische Villa, Krusty Burger, Quickie Markt. Die habe ich aus irgendeinem Event noch hier. Ich weiß gar nicht, warum. Moderne Villa, Parkservice, eigentlich ist alles, was hier drin ist, ist schon Stufe Max, also Maximalstufe, ich weiß gar nicht. Hier ist Homers Planschbecken, habe ich noch. Die amerikanische Flagge. Ich habe eine Handvoll Apfelbäume. Achso, ich habe auch noch Teile, genau, für meinen Monorail-Bahnhof, den ursprünglichen, den ersten, den man bekommen hat.
im Event letzten Jahres. Ich habe 15 Parkbänke. Ich habe noch ein paar Barrieren und meinen Bartschneemann, den habe ich zweimal, deswegen habe ich den jetzt einmal hier. Ich habe ein paar Bio-Gefahrenmauern und ein paar Bio-Gefahrentürme, also Biohazard, ein Bunker, ich habe mein Elfenhaus und einen festlichen Bogenlaternenpfahl, die brauche ich natürlich jetzt im Moment nicht, ist ja Hochsommer. Wenn überhaupt, dann kommen die zu Winter- oder Weihnachtszeit wieder rein, genau wie die festlichen Glocken und den Gartenengel. Oh, ich habe noch einen Fischteich und die Frankreichflagge, wo ich keine Ahnung habe, wofür ich die gekriegt habe, aber egal. Den Fratzenkürbis, hier ist noch mehr Geröll, noch ein bisschen mehr Geröll. Oh, ich habe dann ein paar gesteuerte Brunnen. Ach ja, meine Grenzlandtore. Ich war ja der Meinung, das wären Zäune und habe deswegen 1000 Tore gekauft und habe damit meinen Western-Teil eingegrenzt gehabt. Da sind die Zäune noch. Ich habe eine große Hecke und zwei Hieroglyphenwände sind übrig geblieben noch. Ein Kangbusch, ein Klav-Kalasch-Stand, noch ein paar klassische Eingänge und ein klassischer Frontbalkon und ein klassischer kleiner Balkon und ein klassischer Seitenbalkon und ein klassischer Whirlpool, ein klassisches Seitengebäude und ein Knecht Ruprecht Schneehund. Den habe ich auch zweimal, deswegen ist der auch nochmal einmal hier. Und ein Kodosbusch habe ich auch. Eigentlich könnte ich die mal alle noch in meinen Halloween-Dings da reinsetzen. Ein paar Löwenbäulchen, Maschendrahtzaun, ein paar mehrfarbige Scheinwerfer. Oh, ich habe noch ein paar moderne Brunnen und ein moderner Balkon und noch ein Pool und noch ein Mittelgebäude und Seitengebäude und noch mehr Seitengebäudes und Müllcontainers. Noch ein paar Brunnen, oh cool. Ah, ich habe noch 5 Orangenbäume. Ich habe meinen Osterbanner, das habe ich auch zweimal, das ist auch doof. Oh, ich habe sogar noch ein Pavillon, das ist ja cool. Oh, Ressort. Sachen, Balkon, Eingang, Flügel, Gärten. Und noch ein paar Treppen und ein paar Türmchen. Ein Rosenbusch, eigentlich sind es 10 Rosenbüsche, ein Chickenbusch, ein Chickenzaun, 2 Stadionzäune, einen Valentinsteich. Ich habe noch einen Weihnachtsbaum, noch ein paar Zäune, noch 2 Zeitungsautomaten. Und dann habe ich hier noch eine Menge Verkleidung für Leute oder für Figuren, die ich nicht habe. Und auch noch ein paar quasi Verkleidungen für Häuser, die ich nicht habe. Das war's. Und damit ist Roboter Schlachten wirklich viel einfacher. Ja, ich habe den Blitz vorhin eingesetzt, aber ich habe es leider nicht mit aufgenommen. Aber die alte Blitzeinheit konnte nur einmal benutzt werden. Wir brauchen einen neuen Blitz, bevor wir es wieder versuchen können. Sammle einmal pro Tag einen Blitz im Atomkraftwerk von Springfield ein oder kaufe ein Paket im Store. Dann gehe ich doch lieber ins Atomkraftwerk und hole sie mir da. Einmal am Tag, darf ich. Ich habe, glaube ich, sowieso 11 Stück oder so gehabt. Von daher geht schon. Ach ja. Hey. Wow, dieses Universum besteht nur aus Bier. Schokoladenbier, Speckbier. Lokal gebraute Hausbiere mit Noten von Orangenschale. Grog, das ist himmlisch. Es gibt auch eine Dose nicht-alkoholisches Bier. Oje, was für ein Dreckloch. Nächstes Universum. Ich befreie nur dieses Bierschild. Platziere das Zukunftsstuff-Schild. Ach so, das heißt, ja genau, das ist jetzt mein nächstes Ziel. Ja, dann würde ich sagen, soll das jetzt mal wieder gewesen sein von mir für diese Runde. Wenn es euch denn gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was in die Kommentare, wie euer EA-Nick zum Beispiel. Dann kann es durchaus möglich sein, dass sich der ein oder andere Nachbar für euch findet. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Habt viel Spaß da draußen. Wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos. Ciao.